Okay, willkommen beim Biertaucher Podcast 137. Ich bin der Horst Jens. Leider bin ich alleine, der Gregor ist gerade krank, deshalb ist dieses jetzt ein Videopodcast, nicht wie gewohnt ein Audiopodcast. Und ich rede auch gar nicht lang über Dinge, die ich erlebt habe. Das mache ich am nächsten Podcast, im 138er. Der sollte circa am 7. Jänner online sein. Heute zeige ich einfach ein Projekt hier, an dem ich schon länger arbeite, nämlich an einer Zeitschrift für Schulen, ein Open-Source-Journal, Creative Commons lizenziert. Aber sehen Sie selbst, Sie können nämlich jetzt schon einen Blick drauf werfen. Es ist noch nicht endgültig, aber es ist schon sichtbar. Übrigens keine Angst, Sie haben nicht den Video falsch eingestellt, ich habe mich absichtlich überbelichtet. So, und da sehen Sie schon was. Und zuerst zeige ich aber, wie man es downloadet. Sie surfen zu spielenprogrammieren.at. Und dann rollen Sie da runter und klicken auf RIS-Journal, da sehen Sie dann, dass das in Arbeit ist, klicken auf Ausgabe 1. Und bei Ausgabe 1 sehen Sie hier, Sie haben einen OnCloud Read-Only Access und wenn Sie da draufklicken, sollte dann eine Meldung kommen, Download bereit für Sie, vielleicht müssen Sie vorher irgendeine SSL-Sache bestätigen und nachher haben Sie auf jeden Fall ein PDF und dieses PDF sollte dann, Sie sehen das hier, sollte dann so ausschauen. So, ja genau, mit dieser Grafik. Und wie gesagt, das ist alles Creative Commons lizenziert und ich erzähle jetzt einfach nur kurz, was es da zum Lesen gibt. Es kommen noch ein bisschen mehr Artikel dazu, aber das sind die, die derzeit schon da sind. Das erste ist Austrian Guy in the Game Industry, ein Artikel vom Österreicher, der es in die Spieleindustrie geschafft hat. Und das ist ein Blogposting, das habe ich übersetzt. Und er schreibt eben da, wie er das geschafft hat, wie sein Werdegang war. Ich habe es recht süß zum Lesen gefunden. Den Mann hier, den kennen Sie gut, das ist der Martin Meyer, der ist nämlich auch öfter im Biertaucher-Podcast und der macht sich da in einem Blogposting ein bisschen über die Samsung Smart Schools lustig, über die Whiteboards und dass alles besser wird, wenn man nur viel Elektronik drinnen hat. Und er macht ein bisschen Werbung für Montessori. Hier habe ich ein Interview gemacht mit Christian Haumer. Das war bei dem Subotron-Treffen und der Christian Haumer arbeitet als Spieletester. Da haben wir vorgestellt, das ist vielleicht interessant für viele Jugendliche, die das sich selber mal überlegt haben, ob sie das machen wollen. Da haben wir Molecular Matters, das ist eine Firma vom Stefan Reinalter. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen und da habe ich noch einen Tippfehler drin reingeschrieben. Und der hat nämlich eine Firma gegründet, die Grafik-Engines für Computerspiele herstellt. Und in diesem Interview erklärt er halt, wie er seine Firma gemacht hat und was die kann. Hier habe ich ein Interview mit einem Kollegen von mir, der mit der Sonnenbrille, das ist der Julian Walter, und der hat längere Zeit sehr professionell Counter-Strike gespielt. Und in dem Interview hier geht es hauptsächlich darum, wie viel er da verdient und ob das ein Beruf ist, den man lange machen kann. Also professioneller Ego-Shooter-Computerspieler. C3 Inspire ist ein Blogposting vom opensource.com von Asim Sharma, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist ein Typ, der ist aus Indien, lebt aber in Kanada und hat dort einen Firmengründer von einer Open-Source-Firma geinterviewt, die sich darum kümmert, dass Studenten von Wirtschaft und von Informatik zusammenfinden und mit Open-Source-Technologie kleine Startups gründen. Vielleicht eher für Studenten interessant. Hier ist ein Bericht von mir über die Chemnitzer Linux-Tage. Da erzähle ich, warum wir den zwei coolen Genie-Entwicklern Bier und Schokolade geschenkt haben. Auf dem Foto ist auch der Florian Schweigert, der ist auch öfter im Biertaucher-Podcast. Im selben Artikel berichte ich auch von einem Vortrag, den der Kurt Kramlich gehalten hat. Und da geht es um Schulen, die Linux verwenden und auch damit scheitern, also was man beachten soll. Sie sehen, es gibt da immer die Quellen, verlinkt in jedem Podcast, in jedem Artikel und wenn Sie es online lesen, können Sie direkt draufklicken. Das ist auch ein Blogposting, wo ich die Erlaubnis gekriegt habe zum Republizieren vom Neil Fraser. Wenn ich das richtig kapiert habe, arbeitet er bei Google und der, ein Amerikaner, der ist nach Vietnam gegangen, hat sich dort den EDV-Schulunterricht angeschaut und dann auch gleich was programmiert und er war sehr, sehr beeindruckt. Also die Aussage seines Artikels ist, zieht euch warm an, US-Studenten, weil die Vietnamesen kommen und die lernen mehr und sind sehr, sehr eifrig sozusagen. Sehr interessantes Blogposting. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr online. Auf meiner Webseite ist eine Installationsanleitung für alle Android-Handybesitzer und wie man sich F-Droid installiert. F-Droid ist ein freies Repository, dass man auf Android wirklich freie Software bekommt. Das ist ein Artikel, auf den ich sehr stolz bin.
Das ist nämlich ein Interview, Sie kennen es, wenn Sie braver Biertaucher-Podcast-Hörer sind, da habe ich nämlich schon drüber erzählt. Dieser Mann hier, der ist aus Dänemark und der war eine Zeit lang freiwillig obdachlos, ziemlich lang. Und hat als Sysadmin gearbeitet, auch gut verdient, aber es war ihm einfach zu blöd, eine Wohnung zu haben. Und da geht es darum, über seinen nomadischen Lifestyle, den er in Dänemark oder weltweit dann eigentlich durchgezogen hat. Also ein Interview mit ihm, man sieht ja, am Schluss ist er dann doch sesshaft geworden mit Frau und lebt jetzt nicht mehr so nomadisch, sondern ab und zu auch schon im selben Haus längere Zeit. Das hier, die Überschrift wird wahrscheinlich noch geändert, das ist ein Rant von Reddit, habe ich auch die Erlaubnis bekommen, das zu republizieren unter CC-Lizenz. Und zwar jammert da ein amerikanischer Spieleprogrammierer, wie böse die Spielindustrie ist, in der er gearbeitet hat. Und vor allem, also er war nicht direkt Programmierer, er war in der Spielindustrie beschäftigt. Und er jammert über die extrem schlechten Sozialversicherungen dort und also wie die Branche junge Leute einfach ausquetscht und dann wegwirft. Das ist also ein bisschen bitter. Da habe ich ein Blogposting von opensource.com war das, und zwar ist das ein englischer Sysadmin in einer Schule und der hat eine große Mädchenschule umgestellt auf Linux mit über 400 Desktops und 200 Lehrercomputern und da wird er interviewt, was dabei zu beachten ist und was seine Erfahrungen waren. Tenor, also er findet das ziemlich gut. Der hier ist nicht der, die Schule umgestellt hat, der hat das Interview gemacht, das ist du, Charles. Okay. Dann gibt es hier noch PyLadies Vienna, das ist ein Artikel über ein Interview, das ich mit der Flora Dries gemacht habe. Die Flora Dries ist aus Holland, da haben wir sie, hat in Wien längere Zeit gelebt und lebt jetzt in Berlin und sie hat PyLadies Vienna gegründet. Das ist ein Verein oder sozusagen eine Lerngruppe für Frauen, nicht nur Frauen, die gerne Python lernen wollen und die treffen sich da. Und auch so, es geht ein bisschen um Sexismus in der Tech-Industrie. Und sie erzählt über ihre Erfahrungen. Ferner, das hat auch mit Python Vienna, also mit PyLadies Vienna zu tun, das ist ein Interview mit ein Artikel von der Laura, ein Blogposting. Und zwar hat die Laura Rails Girls besucht, also das ist eine Gruppe für Frauen, die Ruby lernen wollen. Und das hat ihr Leben verändert, sie arbeitet jetzt als Programmiererin und darüber bloggt sie da. Ich hoffe, ich bekomme noch ein besseres Fotos. Ja, und dann wird es noch mehrere Artikel geben, die ich in den nächsten Tagen jetzt online schalten werde und zum Teil noch schreiben werde. Was ist mein Ziel? Ich möchte Werbung für meine Firma machen, für meine Programmierkurse. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir dabei helfen, wenn Sie einfach jetzt schon einen Blick reinwerfen, mir vielleicht schreiben, ja okay, das ist interessant, das ist Fahrt, das würde ich ein bisschen anders machen, vielleicht ein paar Zeichnungen beisteuern können oder mir einen Hinweis geben können auf interessante Artikel oder mir vielleicht interessierte Schüler oder Lehrer oder Schulen sagen können, an die ich diese Zeitschrift schicken kann, die sich dafür interessieren. Das soll so ein Mitmachjournal werden. Wahrscheinlich wird es irgendwann auf Git landen, dass man dann auch anderssprachige Versionen machen kann. Würde mich sehr freuen, wenn etwas dafür dabei ist, was für Sie interessant ist. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Biertaucher-Podcast. Circa 7. Jänner online. Ciao.